Man darf vielleicht insgesamt sagen, dass alles das, was Antrieb und Bedürfnis und Wunsch, Begehren und Motivation angeht, eigentlich das Rätselhafteste am Menschen überhaupt ist. Wenn Sie sagen, ich möchte mal mit dem Rauchen aufhören, dann muss Ihnen zunächst mal klar sein, ob Sie es wirklich mit allen Konsequenzen und Schwierigkeiten wollen. Sie müssen also zunächst eine motivationale Klärung schaffen. Für einen Antrieb ist es wichtig, dass man erstmal Energie hat. Man braucht auch eine Motivation, das ist vielleicht ein etwas anderes Wort. Wenn wir nach der Motivation fragen, wollen wir wissen, warum jemand so und nicht anders gehandelt hat. Die entscheidende Frage unseres Lebens ist, will ich Zuschauer meines Lebens sein oder kann ich auch Akteur meines Lebens sein? Sag nur, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Sag mir, wie weit, 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 sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Was ich sehr gern mag, ist, wenn man tagsüber irgendwie spazieren geht, durch den Park, durch den Wald, und man dann so eben die Vöglein hört. Es haben viele Moderatoren auch als Warm-Upper angefangen. Sei es Vera Intwen, die war damals Warm-Upperin bei Thomas Gottschalk, oder Markus Strölein, die haben auch als Warm-Upper angefangen. Und ich habe eben irgendwann mal gehört, so, dass so der Warm-Upper der erste Schritt ist, des Moderators. Und dann war ich bei einer Fernsehshow zu Gast und habe den Warm-Upper gesehen und dachte mir, ach, sowas kannst du auch. Ja, das sieht scheiße aus. Ja! Oberfunktion. Servus. Viele Shows würden ohne Warm-Upper nicht funktionieren. Man braucht die auch. Aber man, glaube ich, versucht die auch immer ein bisschen so zu verstecken, glaube ich. Guten Abend! Mein Name ist Christian, wie heißen Sie? Julia. Julia, das macht ja nichts. Ja. Und jetzt haben wir festgestellt, immer wenn wir während der Sendung jemanden zeigen, und der sieht dann plötzlich aus dem Augenwinkel, dass eine Kamera aufsteht. Ja? Und auf einmal sieht er und sagt, du Scheiße, ich bin hier. Ja? Deshalb, meine Damen und Herren, zeichnen wir sie jetzt schon mal auf, damit wir sie zur Not nachher wieder rausschneiden können. Das haben wir noch für unseren Kollegen vom Ton, damit der sie ein bisschen einbinden kann. Noch einen ganz großen Probeapplaus und dann, Achtung, Achtung, 1, 2, 3 und los geht's! Jawohl! Ja. 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 Wenn ich diese 20 Minuten mache und das Publikum freut sich, dann gehe ich davon aus, die fanden mich gut und hat das Spaß gemacht. Wenn die nicht so klatschen, dann weiß ich, okay, heute war ich scheiße. Und deshalb bekommst halt in diesem Job direkt die Resonanz, war es gut, was du gemacht hast oder war es nicht gut, was du gemacht hast. Ich glaube, die meisten Menschen, die mich kennen, kennen mich eher so als die Person auf der Bühne. Weil auch selbst wenn ich mit denen privat irgendwas mache,
erwarten die auch von mir, ein bisschen zu sein wie auf der Bühne? Also ich glaube, in 10 Jahren, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe es bis dahin geschafft und ich moderiere 5, 6, 7 große Shows im Jahr und die Rest der Zeit verbringe ich auf Hawaii. Wenn nicht, dann... Mir wäre es ganz lieb, wenn Sie warten, ja, weil dann kann ich Ihnen besser helfen. Ich habe nämlich immer Angst, dass Sie mit dem Kopf mal irgendwie dagegen knallen. Und immer mit der Ruhe, ne? Ja. Dann einmal das Hemd ausziehen. Jo. In der Gesellschaft ist sein Beruf so ein Hilfsjob. Man sagt ja immer, du bist ein Arschabwischer. Viele sagen, für das Geld würde ich nicht arbeiten gehen. Ich finde, man sollte, weil ich ja gerade mit Menschen arbeite, die auch wie Menschen behandeln und nicht wie, was ich, wenn ich ein Auto in eine Waschanlage schiebe, dass es zack, zack, zack gehen muss und fertig, weg. Die Zeit, die man braucht, die nehme ich mir und dann ist alles um mich herum vergessen. Dann bin ich nur mit meinem Patienten und sonst nichts. Ich bin dann schon eine Bezugsperson, die dann kommt und teilweise warten dann auch die Patienten regelrecht. Herzchen, wenn du vorbeikommst, habe ich noch eine. Hier. Können Sie mir ein paar Apfelsinen mitbringen? Apfelsinen? Wie viel wollen Sie denn? 4 Stück. Geht das? Na klar, machen wir. Der Mensch baut ab. Und irgendwann ist halt der Tag gekommen, wo diese selbstverständlichen Dinge, die man im Alltag tut, irgendwann nicht mehr selbstverständlich sind, wo halt Unterstützung gebraucht wird. Und man sagt, ja, alte Menschen werden wie kleine Kinder. Es ist so. Es gibt viele Haushalte, wo man hinkommt, wo ich eigentlich am liebsten gar nicht reingehen möchte, weil es einfach dreckig ist, es riecht. Und da denke ich, muss man schon tolerant sein und in dem Moment eine eigene Einstellung vielleicht ausknipsen oder nach hinten stellen. Ja, für meine Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ziemlich viel aufgegeben. Beziehungen, das ist fast gar nicht möglich. Also man hat eigentlich fast gar keine Zeit. Ich habe viel mehr Kraft teilweise in die Arbeit gesteckt wie in mein Privatleben. Und da bleibt man echt auf der Strecke, das stimmt schon. Ja, also ich denke, was mich motiviert, diesen Beruf auszuüben, ist erstens mal das, was man von den Patienten zurückbekommt. Dass sie einem zeigen, dass man gemocht wird. Und weil ich einfach gerne mit Menschen arbeite. Und ich möchte natürlich halt auch meinen Patienten das an Pflege geben, was ihnen zusteht. Und ich denke, wenn ich meine Arbeit halt so gut wie möglich mache, dass es denen halt auch dabei gut geht. Und das ist einfach meine Motivation, jeden Tag immer wieder mein Bestes zu geben. Das, was man zurückbekommt, ist ja unwahrscheinlich viel. Das kann man ja mit keinem Geld der Welt bezahlen. Wenn dich jemand anlächelt und dir sagt, dass er dich gerne hat und ja, das weiß ich nicht. Das ist, ja, das ist für mich viel, viel mehr wert wie irgendwelches Geld. Jeder heult rum, dass es ihm schlecht geht. Es geht mir schlecht, schlecht, schlecht. Die einen sagen, ja, zu wenig Geld und dies und das. Und das finde ich halt das Interessante an meinem Beruf. Ich kriege wirklich mit, wenn es Leuten schlecht geht. Das, was mich dann am meisten interessiert hat, war, dass diese Welt nicht menschlich war. Es ist die Erweiterung der Seebereiche. Ich habe sozusagen wie eine Art Geburtsrecht eine übergroße Verfügungsmöglichkeit über die Dinge. Wenn dann schon ein Optimum erreicht ist, ist die Gier noch nicht befriedigt. Und ich sage mir, da muss es noch eine ganz andere Möglichkeit geben. Also im ganz großen Sinne gesehen interessiert mich, die Dinge sichtbar zu machen, die unsichtbar sind. Und die Visualisierung des Unsichtbaren ist das zentrale Thema. Das ist auch schön. Dann mit diesem blauen Hintergrund, das ist ja irrsinnig. Ja. Gut.
Guck mal, wie der frisst. Also wirklich, das ist ja schon wunderbar. Ja, das ist natürlich. Guck mal, und die kleinen Gehirnlappen. Ja. Erkennt man auch ganz gut. Und die Augen, wirklich toll. Ja, für mich war das ein durchschlagendes Erlebnis, wie ich 8 Jahre alt war. Und da hatte ich einen Patenonkel, einen Herrn Freini, und der war ein begeisterter, heimlicher Mikroskopiker. Und er ist mit mir spazieren gegangen und hat gesagt, guck mal da in diesen Teichen drin. Da sind unglaublich viele kleine, interessante Organismen, die sieht man aber mit bloßem Auge nicht. Und er habe aber für den Zweck, dass man die sichtbar machen kann, ein goldenes Mikroskop. Da staunte ich mit 8 Jahren. Stell mir so ein wunderbares goldenes Mikroskop vor. Das Ganze ist jetzt hier mein selbstgebautes Mikroskop. Und das Tolle an dem ist, es ist aus einem Märklin-Baukasten gebaut. Und da sieht man unten das Märklin-Rad und dann hier die beiden Winkel. Und hier einen kleinen Zahnarztspiegel hatte ich schon gefunden, habe das rundgebogen und den festgeklemmt. Und das hier ist dann der Tisch. Und da hatte ich dann ein altes, einen Volksempfänger und habe von ihm die Kondensatorplatte ausgebaut. Das hier ist übrigens noch ein Ring, der ist von einer Zündspule von einem Auto ausgebaut. Und dann kam ein Junge und brachte ein Wehrmachtsmikroskop an. Und in dieses ganze Wehrmachtsmikroskop, das war total kaputt, aber da war noch ein funktionsfähiges Objektiv drin. Und auf diesem Objektiv standen die magischen Worte Carl Zeiss Jena. Und da fing dann meine Begeisterung und Forschungstätigkeit für die ganze Mikrowelt an. Und natürlich habe ich nicht nur die Diatomeen angeschaut, sondern mich hat dann haben auch die Pfützen interessiert, in denen eigentümliche Organismen drin waren, Mückenlarven und Wasserflöhe und Planktonkrebs und vor allen Dingen auch Staub, den es einfach auf der Straße gibt, in dem die aber tollsten Tierhaare drin sind etc. Und dann natürlich die ganze Welt der Kristalle. Das Interessante an der Sache war, dass ich damit eine kristalline Welt entdeckt habe, die inhuman war, die war außermenschlich. Und mich haben über das Gemenschel hat mich immer gelangweilt. Und da habe ich dann endlich ein Spielfeld entdeckt, das war ungeheuer. Eine Quarzplatte, auf der ist ein Draht aufgelötet mit einem Lötpunkt. Mein Lieblingsbild von Siliziumkarbid, Gemisch von Kristallen, die in der Nähe vom absoluten Nullpunkt den elektrischen Strom ungehindert leiten können. Das ist so, wie wenn ich in einen Tunnel eintauche und dort die Höhlenmalereien von Lascaux anschaue und komme in eine andere Welt, in der ich blitzartig drin bin und das meine eigentliche Heimat ist. Das haben ja alle möglichen Forscher oder Entdeckungsreisenden gehabt, dass sie nicht wussten, ob die Dinge, die sie entdeckt haben, hinterher irgendeine Relevanz hat oder so. Obwohl ich schon die Absicht oder die Lust hatte, ich wollte eine Spur hinterlassen hier auf diesem Planeten. Wenn man jetzt in diese Mikrowelten eintaucht, dass man sich darin so verliert und die Überhöhung jetzt des Menschseins einfach so nicht mehr akzeptieren kann. Es ist eigentlich eine Reise in die eigenen Innenwelten, auf einer anderen Ebene, in der man eine noch unbekannte Außenwelt sieht. Und ich habe dann gesagt, das ist die Kristallkunst des 3. Jahrtausends. Und wenn ich das Licht ausmache, ist die Kunst weg. Ich bin Patricia Borsch. Ja, Patricia ist ja unser Stern hier in Windenthagen. Schon allein deswegen, wegen des Tanzens. Er ist ja ein richtig Funke-Mariechen, wie es im Buch steht. Uns bedeutet Karneval, glaube ich, einfach alle Mann, ganz viel Spaß und die Sorgen werden erstmal hinten angestellt. Der Karneval hat ja lange Tradition. Dann werden die Menschen aus dem Winterschlaf herausgeholt, um wieder fröhlich zu werden und somit in den Frühling zu gehen.
An den Windhagener Funken finde ich besonders toll, dass das einfach die Jugend aus Windhagen ist. Ja, da geht ja, da geht. Das Besondere ist, dass man ganz viele verschiedene Leute auf einem Haufen hat und dass die alle zusammen ein Ziel haben, und zwar das Publikum zu begeistern. Dass wir im Prinzip alle ganz unterschiedlich sind, aber in dem, was wir machen, dann doch alle gleich an einem Strang ziehen. Die Nervosität, die ist einfach da und ich weiß, dass sie weggeht, sobald die Musik losgeht. Also sobald unsere Anfangsmusik losgeht, ist alles okay. Das tollste Gefühl beim Auftritt ist, wenn wir angekündigt werden, das TC Blau-Weiß Windhagen. Unsere Musik geht an und auf einmal springen 750 Frauen auf die Tische und schreien und jubeln. Das ist Gänsehaut pur. In einer schwierigen Situation gehe ich erstmal eine Tafel Schokolade kaufen. Erst eine Tafel Schokolade. Rufe meinen Freund oder meine beste Freundin an. Erzähle ihnen, was passiert ist. Und dann, und? Was sagst du jetzt dazu? Und dann, ja. Was ist denn schon normal? Dass man irgendwann einen Job hat, den man bis zur Rente macht und dann nach Hause kommt oder dann in Rente geht und dann vorm Fernseher sitzt und dann irgendwann den Sprung in die Kiste macht. Ich hätte mir kein Leben vorstellen können, wo alles 100% vorgezeichnet ist. Und ich finde es besser so. Ich wusste ja bis vor einem halben Jahr noch nicht, dass ich Anfang 2009 in Ruanda bin. Test. This is the top side. No. Hallo. Ich habe ja eigentlich mein Berufsleben hinter mir und habe dann irgendwann gedacht, man müsste noch mal irgendwas anderes machen. Vielleicht ist es auch nur, um sich selber zu beweisen, dass man noch kann, dass man irgendwas machen will, was Sinn und Zweck hat. Oh, komm bitte. My name is Ziggy. Ziggy. Ist simpel, ne? Ja. It's a German name. No, you cannot get more than 25. Yeah, it is prohibited. 25, it is very small. In Rwandese culture, we don't like to say the number of the cow. We say that if somebody asks you have a cow, you say you have a cow. Just that. You can't say I have 1,000 cow, 2,000 or kata. It's like that. It's the culture. We respect cow a lot. So whenever you have many cow, it means you are very rich. And if you like or if you love someone, you give him a cow. You give him a cow as a gift. Ich bin 1961 in die Lehre gekommen. Ich kam aus der Schule und war noch keine 14. Ja, dann ging es dann los mit Lehre, Gesellenprüfung. Ja, dann ein bisschen normal gearbeitet zu Hause bei dem Betrieb. Dann kam die Bundeswehr dazwischen. Und nach der Bundeswehr dann Meisterprüfung. Weiter zu Hause gearbeitet. Bis dass ich, also meine Frau und ich, uns selbstständig gemacht haben. Die Leute können dich ja nur akzeptieren, nicht nur durch das, was du denen erzählst oder
was du denen vorplapperst, sondern durch Vormachen, durch Zeigen. My first African German sausage. African German sausage. Yeah. No problem. Wenn ich sehe irgendwo, München oder im Ausland, dass man in einem Büro ist, tagsüber teilweise die Fenster nicht aufmachen kann, dann sage ich ins Gegenteil, wenn da die E-Mails in der Früh oder sonst einem irgendwas über die Leber läuft, ein Anruf, wo man geneigt ist, gleich entsprechend zu reagieren, dann gehe ich halt in den Wald raus, gehe zu den Holzhauern, mache mit denen nochmal Brotzeit. Wenn ich wieder heimkomme, schaut die Welt schon wieder beruhigter aus und dann handelt man auch vielleicht solider. Also das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich da bin, bin ich eigentlich jeden Tag auch mal heraußen. Da komme ich mit mir selbst zurecht und tue es auch, weil ich mich dann halt auf mich auch konzentrieren kann und beeinflusst bin von der Natur und den Geräuschen, den Blickwinkeln, die man da hat. Der Bayerische Wald gerade jetzt bei uns in der Höhenlage ist halt sehr viel mit Schnee, mit schönem Nebel und bunten Bäumen. Wir haben sehr viel Laubholz, sehr viel Buche und sehr viel Bergahorn hier im Bestand, immer mit leuchtenden Farben verbunden. Der Geruch des frischen Holzes, das ist eins der schönsten Erlebnisse, die man auch draußen hat. Also vorausschicken muss man natürlich, dass wir schon Favoriten sind, weil uns sehr viel schon von Haus aus geschenkt wurde. Wir betreiben ja hier als Familie noch das letzte Glashüttengut der Welt. Also ein Glashüttengut ist das historische, klassische Ensemble einer früheren Glashütte. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und die Glasmanufaktur. Der Wald war unbedingt nötig, um überhaupt eine Glashütte zu betreiben. Man brauchte nämlich das Holz für die Feuerung. Man hat mit Sicherheit Respekt und Achtung vor diesen Bäumen. Das ist ein Baum, der eben von meinem Urgroßvater auch gepflanzt oder in seiner Zeit hier gewachsen ist. Und so wird es auch vielleicht dann in den nächsten 120 Jahren sein, dass die Enkel dann die anderen Bäume dann fällen. Man ist ja nur einer, der das für die Familie versucht, nach besten Kräften in die Zukunft zu tragen und wie es jetzt bei mir ja schon geschehen ist, dem einen Sohn zu übergeben, von dem man weiß, er denkt genauso. Ich versuche mich nicht jetzt mit anderen Familienmitgliedern irgendwo zu messen oder zu sagen, dort will ich hinkommen, weil jedes Jahrhundert, jede Generation seine eigenen Herausforderungen hat. Dieser Titel eines Adeligen, der sollte bei Gott gelebt werden in der richtigen Art und einfach mehr Vorbild sein, auch für andere Menschen, sich dieses Titels, falls er überhaupt noch gewichtig ist und nicht das Gegenteil hervorruft, dass man sich dieses Titels würdig erweist.
Die Motivation ist in so einer langen Folge von Familienmitgliedern, die das seit Jahrhunderten machen, irgendwo das fortzuführen. Und das, was meine Vorfahren im Grunde für mich gemacht haben, gebe ich wieder weiter. So wie es ja immer heißt, Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers. Dass man nicht nur wie Museumskonservator hier irgendwo arbeitet, sondern das alles entwickelt und sich den neuen Herausforderungen auch stellt. Weitermachen. Als ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, wusste ich überhaupt nicht, was in Berlin auf mich wartet. Also ich konnte kein Deutsch, kannte kein Mensch außer meinen damaligen Mann und seine Familie. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich so weit komme. Wir haben immer eine große Familie gehabt. Wir sind 13 Geschwister. Mein Papa war Bauer. Also ich habe einmalige Kindheit gehabt. Also wo ich nach Deutschland kam, 1987, war es so, dass ich überhaupt kein Wort Deutsch konnte. Und ja, in Neukölln habe ich einen Kurs besucht, wo ich da Deutsch gelernt habe. Ich wollte schaffen, ich wollte nicht aufgeben, mich Schritt für Schritt verwirklichen. Und ich bin zum Bürgerberatung Neukölln, Rathaus Neukölln gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich müsste fragen, was gibt's denn überhaupt? Wenn bei uns hier 100 Gründungsberatungen stattfinden, dann sind 90, wo wir sagen, sie sollten es lieber nicht machen. Und bei Frau Bolders waren die Voraussetzungen eigentlich auch so gegeben, dass man sagt, sie sollten es lieber nicht machen, ohne Ausbildung. Die Deutschkenntnisse waren damals noch nicht so optimal, um ein vernünftiges Bankengespräch zu führen. Und Arbeitslosengeldempfängerin, alleinerziehende Mutter. Also ich habe gesagt, ich gebe garantiert nicht auf. Dann habe ich ganz normal Reinigungsunternehmen gegründet. Ich habe ein Recht dazu, also kein Paragraph sagt, wenn du dieses Kaufmann nicht gelernt hast und du kannst dich nicht selbstständig machen. Also das gibt's Gott sei Dank nicht. Und diese Einzelauflistung? Wir haben jetzt 105 Mitarbeiter, Vollzeit. Also ich bin stolz, dass ich als Mensch die Verantwortung übernehme, einfach Arbeitsplätze zu schaffen. Ich bin stolz darauf, dass ich der Arbeitgeber bin. Ich glaube, es war auch gut so, dass ich so durch musste, weil man lernt ja von den Schwierigkeiten. Man wird immer stärker. Und wenn man Schritt für Schritt jede Hürde irgendwie überschreitet, das ist genug zur Motivation. Also ich kenne das, ich bin so groß geworden, dass jeder unterstützt jeden, der schwach ist, der hilfebedürftig ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich müsste eine Abteilung gründen, in meinem Unternehmen oder ich möchte irgendwie benachteiligte Frauen wenigstens helfen. Hallo Frau Leibelt. Hallo. Hallo Gabi. Hallo. Alles okay? Alles okay, ja. Alles okay. Material habt ihr alles? Wir haben alles da, ja. Okay. Und heute sind wir sehr erfolgreich damit und wir haben heute 30 Vollzeit-Schwerbehinderte auch in meinem Unternehmen. Sie war zuerst hier. Sie war zuerst hier, ja. Dann habe ich sie gezeigt, wie es als sauer machen ist, mit die Wasserhähne blank machen. Ja. Dann hat sie dann sich eingefuchst. Und die ist dann auch dann genauso, wie ich sauber zu machen war. Also meine Mitarbeiter sind schon wie meine Familie. Ich hatte selber als Reinigungskraft gearbeitet. Ich weiß, wie schwer es ist. Also es ist in Partnerschaft so, Freundschaft so, auch mitarbeitermäßig so. Das ist ein Nehmen und ein Geben. Lach nicht. Ich heiße Marie Scholz und bin 15 Jahre alt. Ich heiße Sophie Scholz und bin 15 Jahre alt. Ich glaube, dass ich in den Sachen gut bin, die ich tue, weil ich versuche, zu den Besten zu gehören. Und zum anderen motiviert mich auch, dass sie einfach mehr wissen will, dass man sich auch über was unterhalten zum Beispiel kann, was interessant ist. Weil ich gerne nicht nur zum Beispiel zum Mittelfeld gehören möchte, sondern auch dann bessere Leistungen bringen möchte. Wie Sophie am meisten, wenn die Sophie irgendwas gemacht hat, dann möchte ich es auch machen.
perfekt ist so, dass man denkt, dass es richtig wäre. Hey, dass so gut wie möglich ist. Nicht das. Dass so gut wie möglich, dass man das so gut wie möglich gemacht hat und dass man das so gut wie möglich auch machen will. Ja, das ist Perfektionismus. Ehrgeiz ist, wenn man sich ein Ziel im Kopf gesetzt hat und das dann unbedingt erreichen will. Ja, stimme ich dir so viel zu. Also wenn man so den Beruf macht und so die Alltagspflichten, dann, wenn du das jetzt gerade machst, dann sagst du, ja, ich habe was zu tun. Aber wenn du dann zurückblickst, dann hast du die ganzen Tage immer nur dasselbe getan. Aber wenn du dich dann zurückziehst, dann Bücher schreibst, dann kannst du zurückgucken und sagst, ja, hier das Buch habe ich geschrieben. Dann hat man was in, dann hat man was in der Hand, was man gemacht hat. Ja. Also wir haben ja eigentlich dieselben Grundvoraussetzungen. Und von daher, es kommt ja nur darauf an, wie man sich dann ins Zeug legt. Oder ob man was will oder nicht. Und ob man dann dafür auch was macht. Ich stelle mir meine Zukunft so vor, dass wir zuerst mal unser Abitur machen, dann studieren werden und vielleicht auch mal ein Auslandssemester in irgendeinem englischsprachigen Land. Ja, und dann einen schönen Beruf finden. Darüber hinaus werde ich dann in ein schönes Haus ziehen, werde Zwillinge bekommen. Dann werden meine Kinder wieder Kinder bekommen, dann werde ich Oma, dann werde ich auf die Kinder aufpassen. Und dann werde ich irgendwann sterben. ドイツでおそらく最も国際的なドイツ人、そんな人をご紹介しましょう。それはデットマール・クラマー。サッカーのコーチとして90カ国以上を訪れ、現在はライト・イム・ヴィンクルに住んでいます。 Ja, ich denke heute, dass ich die Liebe zum Ball spiele. Der Ball verzaubert alle, alle verzaubert der Ball.Mir in die Wiege gelegt worden ist. Solange ich zurückdenken kann, habe ich mit Bällen gespielt, die erst ganz klein waren, weil ich so klein war. Und da ist manches kaputt gegangen im Wohnzimmer, wenn ich mit Bällen kickte. Und dann wurde ich größer und die Bälle wurden größer, bis ich dann mit 9 Jahren einem Verein beigetreten habe. 彼の長旅は1960年日本にサッカー文化をもたらすことから始まりました。Ja, ich bin mit einer Super Constellation nach Japan geflogen zum ersten Mal in meinem Leben und damals über den Nordpol, das heißt von Düsseldorf nach Kopenhagen, nach Oslo, Spitzbergen, Anchorage, Alaska und dann nonstop nach Tokio. Dann gab es eine lange Pressebesprechung und dabei habe ich dann erfahren,dass ich nächsten Morgen die Mannschaft treffe, die Nationalmannschaft, die im Camp war, zum Frühstück. Da habe ich in der Nacht auf meinem Zimmer trainiert, mit 2 Bleistiften, alles zu fassen, was man Papier so abzupicken und so. Und konnte nächsten Morgen auch Spiegeleier teilen und essen. Das war eine Überraschung für die Spieler.Das Erste, was mir auffällt, dass sie herzhaft lachen konnten. Mir hatte man gesagt, niemals lächeln. Was da drinnen geschieht, geht niemand was an. Sie behalten das Innere für sich. Und sie konnten herzhaft lachen, waren Menschen und mit Menschen in Reaktion wie wir und alle Menschen in der Welt. Bin also heute der Vater des modernen japanischen Fußballs.Aber ich weiß nicht, wer mehr gelernt hat, die Japaner von mir oder ich von den Japanern. Ich habe einen ekligen Charakter. Ich habe keine Geduld. Das ist für einen Pädagogen berufsschädigend. Ich habe ein hässliches Temperament,
und habe von ihnen Geduld gelernt. Ich habe mich nicht mehr gehen lassen. Ich habe niemanden mehr angeschnauzt, um ihn zu überzeugen. Führen heißt immer überwältigen, habe ich gelernt. Aber nicht mit der Gewalt der Position oder mit gewaltigen Mitteln, sondern mit dem Mittel der Überzeugung. Solange besser möglich ist, ist gut nicht genug. Wir haben versucht, es immer noch ein bisschen besser zu machen. Und das ist mein Wesen geworden. Es treibt mich immer weiter. Der Erfolg von gestern zählt ja morgen nichts mehr. Heute zählt ja nicht, was du gestern gewonnen, was du heute gewonnen hast, sondern es zählt nur, was du morgen gewinnst. Ja. Was war, zählt ja nicht. Es gibt ein chinesisches Gedicht, geschrieben im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von Liu. Der Ball schwebt über uns wie der Mond. Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber nach festgelegten Regeln und Gesetzen. Kein Platz gibt es für Parteilichkeit. Dafür herrscht Entschluss und kaltes Blut und Respekt vor dem Mit- und Gegenspieler. Und wenn das, schrieb Liu, für das Fußballspiel, den Freizeitsport Fußball, so wichtig ist, um wie viel mehr wichtig ist es für unser Leben in der Gesellschaft. Detmar Kramer, 世界のサッカー親善大使、そしてジャパンサッカーの父でもある彼は、ゲームでの勝利の喜びを私たちにもたらしただけでなく、ゲームを通じて互いを知る重要性を教えてくれたのです。Freundschaften schließen ist noch viel wichtiger als Torschießen. Mit Abstand.Antriebe heißen ja Antriebe, weil sie einen treiben, also gerade in eine unbestimmte Motorik und Dynamik hineinbringen, die uns überwältigt und wo wir uns durchaus nicht frei finden. Und wenn wir dann in Situationen agieren, die kulturell bestimmt sind und in denen gewissermaßen die Wege sich verzweigen und die Möglichkeiten viele sind,dort muss dieses Angetriebenwerden gewissermaßen durch die Mühle der Reflexion hindurch und auch der Distanznahme zu sich selbst, wie aber auch zu den kulturellen Zielen. Und diese reflexive Distanz, die dabei gewonnen wird, eröffnet so etwas wie die Möglichkeit von Freiheit. Nicht schon die Freiheit selbst, sondern nur die Chance zu ihr. Und da kommt es eben darauf an,gewissermaßen dieser Chance zur Freiheit Beine zu machen oder Flügel zu geben. Und das in der Tat ist in vielen sozialen Lagen möglich und es ist auch vielen Menschen möglich. Und die Menschen, von denen in diesem Film berichtet wird, das sind welche, die genau nicht nur ihren Motiven, sondern auch ihrer Freiheit Flügel geben. Und darum erleben sie auch dieses subjektive Flow-Erlebnis, dieses Getragenwerden, dieses Beflügeltsein, dieses in einem Handlungsfluss sich zu befinden und dabei Zufriedenheitskoeffizienten zu erreichen, die von anderen überhaupt nur erträumt werden.